Müsst ihr euch auch schon mit Sonnencreme einschmieren? Die letzte Woche war die wärmste Woche, seit die Aufzeichnungen des Wetters begonnen haben. Und auch heute haben wir 28 Grad hier im Küchengarten. Deswegen, ich creme mich schon ganz fleißig mit Sonnencreme ein, weil ich mit meiner hellen Haut sehr anfällig bin für einen Sonnenbrand. Aber gerade weil das Wetter heute so wunderschön ist, ist es ideal, um den Gartenrundgang April zu machen. Es wird sicherlich etwas anders ausschauen als die letzten Jahre, weil es eben so warm war die letzte Zeit. Aber wir alle müssen uns an die sich ändernden Verhältnisse anpassen. Und auch das habe ich getan und möchte euch zeigen, wie das bei mir momentan aussieht. Hier sind wir gerade in meinem Vorgarten. Hinter euch ist der Auslauf der Enten, der Winterauslauf. Aber weil es so schön ist, sind die jetzt drinnen im Garten und suchen dort nach Schnecken und Schneckengelegen. Hier ist ja mein Grafensteiner Apfel. Der schaut auch dieses Jahr nicht so aus, als würde er eine Blüte bekommen, obwohl alle anderen Apfelbäume bei mir im Garten in voller Blüte stehen. Zumindest hat er keinen Mehltau bis jetzt, toi toi toi, und auch keine Läuse. Das ist schon mal ein Vorteil. Hier links seht ihr meine prachtvolle Hecke von Maibeeren, Erstbeeren. Da habe ich zwei verschiedene Sorten und vier verschiedene Sträucher. Da sieht man auch den Größenunterschied. Die habe ich vor 4 Jahren gepflanzt, die kleineren vor 2 Jahren. Die kleineren, da sind die Blätter zwar noch nicht so groß, dafür tragen sie reichlich Früchte, aber auch hier bei den größeren, die sind sogar etwas weiter, sieht man schon die Fruchtansätze. Und da hoffe ich, dass ich dieses Jahr zum ersten Mal eine richtig große Ernte einfahren kann. Die Beeren schmecken leicht säuerlich herb und das Tolle, also ähnlich im Geschmack wie zur Blaubeere, zur Heidelbeere. Und das Tolle ist, dass die Maibeere keinen sauren Boden braucht, also auch in meinem normalen Gartenboden gedeiht sie wunderbar. Am Ende der Maibeerenhecke steht hier meine Artischocke. Die ist jetzt im zweiten Standjahr, hat auch letztes Jahr traumhaft geblüht. Es waren 3 Blüten dran und die habe ich für die Bienen und für die Hummeln stehen gelassen, weil bei mir irgendwie kein Interesse gezeigt hätte, die zu essen. Dieses Jahr hat sie den Winter viel besser überstanden als letztes Jahr, weil es total mild war. Und sie schaut auch so aus, als würde sie hier mittlerweile 1, 2, 3, 4 verschiedene Horste bilden. Also da kann ich dieses Jahr sicher mit einer wunderbaren Blütenbildung rechnen. Hier ist also meine Artischocke. Dahinter ist dieses Maibeerenbeet, diese Maibeerenhecke. Und hier ist eben mein Grafensteiner. Und den habe ich versucht, mit Naturpflanzen zu unterpflanzen, die Schädlinge fernhalten sollen, die den Baum stärken sollen, damit er eben nicht so stark heimgesucht wird von diesen ganzen Wehwehchen, die er so über die Jahre entwickelt hat. Da haben wir hier einerseits den Lavendel und gleich dahinter Rucola und Winterheckenzwiebel. Lavendel soll ja gut gegen Läuse sein und Zwiebeln sind überhaupt eine gute Unterpflanzung für Bäume. Im Hintergrund nochmal Lavendel und hier diese Pflanze. Im Hintergrund schaut auch aus wie eine Winterheckenzwiebel, ist aber die Etagenzwiebel. Die habe ich gerade vor 3 Tagen neu gepflanzt. Die bildet ja oben als Blüten so kleine Zwiebelchen aus. Und wenn die dann hinunterfallen und im Herbst sich verbreiten, dann wandert diese Etagenzwiebel immer wunderbar weiter. Und ich hoffe, dass ich hier diese Unterpflanzung bald voll mit Zwiebelgewächsen haben werde. Weil ihr seht, wie saftig grün jetzt hier die Winterheckenzwiebel schon ist. Da konnten wir für Suppe aufs Brot und in unsere Gemüsepfannen schon viel von diesem geschmackvollen Grün ernten. Hier auf unserem Sitzplatz hat sich auch schon einiges getan. Da waren wir die letzten Tage wirklich aktiv. Hier unten seht ihr zum Beispiel einen meiner überwinternden Paprika. Die habe ich mittlerweile schon in große Töpfe gesetzt, in sehr reichhaltige, komposthaltige Erde und schön oben abgemulcht. Die kommen dann auf die Terrasse, denn es soll auch den Rest der Woche immer über 20 Grad haben, außer am Donnerstag. Da geht es dann in der Nacht auf 4 Grad, dann hole ich sie schnell rein in
ins Haus oder stelle sie ins Gewächshaus. Und sonst ist es die ganze Zeit so wahnsinnig warm. Hier vorne an der Hausmauer könnt ihr meine Felsenbirne sehen. Die hatte ich eigentlich schon seit 3 Jahren hinten in New Bedland stehen. Aber dort hat sie überhaupt nicht gefallen und sie ist immer so ein bisschen dahin vegetiert. Ich hatte sogar Angst, dass sie mir eingeht. Und aufgrund der Umbauarbeiten, weil wir hinten ja unseren Hühnerstall, unseren Hühnerauslauf vergrößern, musste sie weichen. Ich habe sie provisorisch in so einen Maurerkübel gesetzt und hier blüht sie absolut auf. Sie hatte so viele Blüten wie nie. Hier gefällt sie anscheinend viel besser als dort hinten. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt im Topf weiterziehe oder doch noch aussetze. Das werde ich mir noch überlegen und ihr bekommt natürlich dann aus erster Hand mitgeteilt, wie ich mich entschieden habe. Wenn dieses Video interessant für euch ist, wie wäre es denn mit einem Abo? Oder werdet sogar ein Mitglied meines Kanals? Mitglieder erhalten spezielle Vergünstigungen und helfen mit, dass ich noch mehr Videos wie dieses erstellen kann. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link dazu. Vielen Dank! Dann haben wir auch noch unsere riesige Platane radikal zurückgeschnitten. Das haben wir nämlich die letzten Jahre etwas vernachlässigt und die ist einfach so riesig geworden, hat so viel Schatten auch auf meine Hochbeete gegeben und so viel Blätter verloren. Und da mussten wir jetzt eingreifen. Nur keine Angst, die schaut zwar jetzt gerupft aus, aber die treibt jedes Mal wieder wahnsinnig stark aus. Aber das musste unbedingt mal sein. Hier in Hochbeet Nummer 2 blüht schon herrlich die dicke Bohne, die ich im Oktober ausgesät habe. Schaut euch das an, ist das nicht wunderschön? Die hat den sehr milden Winter wunderbar überlebt. Hier dazwischen kommen überall selbstversammte Ringelblumen hoch, die dürfen hier bleiben. Und da habe ich schon Salat eingesetzt daneben, nicht von mir selbst gezogen, denn da war ich viel zu spät dran, das habe ich irgendwie total vergessen, also habe ich den zugekauft. Und seht ihr, wie der hier die Blätter hängen lässt, weil es heute eben so heiß ist. Ich gieße jetzt auch schon zu bei diesen zarten, frisch ausgepflanzten Pflänzchen und bin wahnsinnig froh über meine Regentonnen, die alle noch sehr gut gefüllt sind. Und morgen und übermorgen soll es dann nochmal regnen und dann kommt nochmal ein guter Schwall für die nächste heiße Zeit. Im Hochbeet dahinter, ich nenne es ja Hochbeet Nummer 3, habe ich einerseits schon Karotten ausgesät und zu meiner Freude, im letzten Jahr hatte ich nämlich überhaupt kein Glück mit Karotten, sehe ich jetzt schon die ersten kleinen Pflänzlein sprießen und daneben habe ich Kaffiol schon in die Erde gepflanzt, die Neckarperle und dazwischen, um den Platz besser auszunützen, wieder gekauften grünen Salat. Das ist so ein Eichblattsalat und ihr seht, wie trocken es jetzt durch den Wind und die Hitze schon ist, wie die Erde Risse bildet. Wie gesagt, ich bin überall schon am Zugießen. Dann machen wir von diesem Hochbeet ein Rundum-Schwenk in mein Gartenzimmer Nummer 1, kann man das ja so nennen. Hier geht ja die Rampe hinauf in unseren oberen Gartenbereich. Und hier haben wir diesen Erdwall, den ich ja mit meinen Heidelbeeren hier bepflanzt. Oder jetzt stehen sie ja in Töpfen. Über die Heidelbeeren habe ich euch ja ganz viel in meinem letztwöchigen Video erzählt. Gerne anschauen, wenn euch das Kultivieren von Heidelbeeren im Hausgarten interessiert. Die Natursteinmauer haben wir über Jahre auch selbst hier aufgebaut. Die ist Lebensraum für ganz viele kleine Insekten, auch Eidechsen und ganz kleine Frösche sehe ich hier während der Laichzeit. Die hat unseren Garten dermaßen wertvoll gemacht. Da bin ich sehr froh, dass wir das gemacht haben, auch wenn es eine riesige Arbeit war. Schwenken wir nochmal zurück hier zu dieser Badewanne. Hier habe ich im Herbst Winterlauch hineingesetzt und der hat den Winter gut überlebt, ist natürlich nicht weitergewachsen. Ich glaube, ich war ein bisschen zu spät dran, weil auch jetzt ist er noch recht klein und dünn. Ich habe ihm schon die Frühjahrsdüngung verpasst und er wächst jetzt eigentlich schön brav und ich freue mich auf die
Ernte. Lustigerweise, obwohl ich so genau geschaut habe, hier hatte ich nämlich im letzten Jahr Kartoffeln drinnen, kommen jetzt hier so kleine Kartoffelpflänzchen raus. Naja. Hier hinter meinen Heidelbeeren ist mein Erdbeerbeet. Da gibt es auch ein Video drüber, wie ich das angelegt habe. Letztes Jahr waren die Pflänzchen alle noch recht klein. Dieses Jahr sind schon Blüten dran und die Ausläufer, ich habe das natürlich gesäubert, weil recht viele Ausläufer da waren, haben sich in schöne große Pflanzen etabliert. Rundherum habe ich mit Stöcken das Ganze abgezäunt, weil meine Enten wahnsinnig gerne da drinnen so herumschnäbeln gehen. Und dazwischen haben wir auch noch Knoblauch, weil es ja heißt, die ergänzen sich gut. Hier am Knoblauch, glaube ich, habe ich den Knoblauchrost dran. Da werde ich die bald ernten. Aber sonst schaut eigentlich alles recht gesund und vielversprechend aus. Wunderbar ist hier dieses Jahr auch mein Spalierapfelbaum von der Sorte Golden Delicious. Den habe ich von einem eintriebigen kleinen Bäumchen selbst auf diese Pracht gezogen. Das war ein wahnsinnig tolles Erlebnis für mich und er wird jedes Jahr schöner. Ich habe mich auch intensiv mit dem Schnitt von Spalierobst beschäftigt, damit ich jetzt doch dieses Jahr habe ich wirklich einige Blüten dran. Das ist nämlich gar nicht so einfach, das richtige Schneiden von Obstbäumen. Aber er gefällt mir wirklich gut und er unterteilt hier wieder dieses erste Gartenzimmer und dahinter führt der Weg in den Gemüsegarten, unterteilt das Ganze wieder in optische Bereiche und das, sowas gefällt mir einfach wunderbar. Ja, jetzt sind wir hier im eigentlichen Küchengarten, in meinem Gemüsegarten. Da hat sich auch schon einiges getan. Am besten fangen wir mal hier an, machen so einen Rundumgang und enden dann wieder hier. Hier sind ja meine heißgeliebten Himbeeren, die Two-Timer. Die habe ich noch rechtzeitig geschnitten. Die sind jetzt wunderbar ausgetrieben und haben überall schon kleine Blütenköpfchen dran. Oh, Himbeeren sind etwas Großartiges und diese Sorte schmeckt wirklich so intensiv nach Himbeere, wie ich mich daran erinnern kann, wie es damals bei meiner Oma war. Und das ist ein solches Geschmackserlebnis für mich, deswegen liebe ich die heiß. Was man beachten muss, sie sind wahnsinnig wachstumsfreudig, also sie verbreiten sich wahnsinnig über ihre Ausläufer. Also sie wachsen mir hier überall in meine Beete hinein und da muss ich recht dahinter sein, dass ich sie immer wieder auszupfe. Die Beete hier in der Mitte sind noch etwas karg. Die haben jetzt noch den Winterkaffiol Blumenkohl drinnen, den ich zwischen Mai und Juni ernten werde können. Und diese Beete sind die sonnigsten in meinem Garten. Deswegen sind sie reserviert für die wärmeliebenden, sonnehungrigen Fruchtbilderpflanzen wie Zucchini, Kürbis, Gurke und ähnliches. Und die kommen natürlich erst im Mai in die Beete. Hier hinten an der Wand habe ich ja meine drei Sorten Ribisseln. Das ist die schwarze, eine rosane und die weiße. Und bei der weißen sind jetzt schon Fruchtstände ausgebildet, die kleinen Blüten. Und hier bei der, was ist das für eine? Bei der schwarzen sehe ich leider gerade, dass sie total von Läusen gebeutelt ist und auch die Ameisen sich daran erfreuen. Da werde ich in den nächsten Tagen dann mal einen Knoblauchsud machen und das Ganze damit einsprayen und schauen, ob ich den Läusen Herr werde. Normalerweise machen das natürlich meine Ohrschlüpfer oder Marienkäfer, aber ich denke, die sind noch gar nicht so richtig in die Gänge gekommen, dass die jetzt schon an der Arbeit sind, weil das Ganze so früh jetzt schon unterwegs ist. Hier neben meinen Ribisseln kommt ja meine herrliche Brombeere der Sorte Loch Ness. Sie hat dieses Jahr wieder 5 Triebe. Die habe ich immer an den Längen gekappt, denn sie produziert die Früchte an den Seitentrieben. Im Frühling habe ich sie mit Pferdemist gemulcht. Das liebt die Brombeere. Eine absolute Empfehlung. Daneben kommt mein mickriger Erdbeerrhabarber, der steht da auch schon seit ein paar Jahren und bildet irgendwie überhaupt keine Größe aus. Keine Ahnung, woran das liegt. Wenn wir von den Brombeeren nach rechts hinüber schwenken,
vorbei an meiner alten Badewanne, die ich für ein anderes Projekt brauche. Die steht momentan unter meinem Tomatenunterstand. Dann sieht man hier meinen herrlichen, riesigen Rosmarin, der blüht gerade. Die Bienen lieben ihn und es summt und brummt die ganze Zeit. Und an diesem Spalier habe ich rundherum, geschützt von Schneckenkragen, Erbsen ausgepflanzt. Die hatte ich vorgezogen. Und ich sehe da aber schon, die werde ich gießen müssen. Diese kleinen Jungpflanzen überleben dann so einen extremen Temperaturanstieg sehr schlecht. Da muss man wirklich aufpassen. Jetzt schauen wir rüber zu meinem Frühbeet. Da ist ja nochmal eine Regentonne, die gespeist wird von meinem kleinen Gewächshaus und von meinem Tomatenunterstand. Hier draußen habe ich schon einige vorgezogene Pflänzchen an der frischen Luft stehen, Gemüsezwiebel und diverse Kohlgewächse, die müssten langsam mal in die Erde. Sie haben schon ein bisschen Nährstoffmangel. Hier habe ich auch noch Knollensellerie. Und in meinem Frühbeet, der Salat schaut schon richtig gut aus. Der steht ja zwischen den Gemüsezwiebeln vom Zwiebelexperiment, die jetzt langsam auch schon Gas geben. Das schaut richtig gut aus. Dann gehen wir doch mal ins Gewächshaus hinein und schauen, was dort so läuft. Ja, da habe ich tatsächlich Anfang April schon meine Tomatensetzlinge drinnen stehen. Die sind nämlich schon richtig gut gewachsen und wenn es so warm ist, warum nicht ins Gewächshaus? Das sind vor allem meine Fleischtomaten, mit denen habe ich ja schon früher angefangen. Und hier die vom Tomatenmix, die Cocktailtomaten und Buschtomaten, Auberginen, die schauen auch richtig gut aus dieses Jahr. Und hier habe ich Pak Choi. Nochmal Gemüsezwiebel dahinter. Tomatillos. Da bin ich ganz gespannt. Das erste Mal dieses Jahr. Und hier schon die zweite Aussaat. Rote Rübe. Die brauchen wir immer sehr viel. Die lieben wir. Da habe ich eine ganze Schüssel voller Dill. Da hoffe ich, dass ich ihn diesmal in meinem Garten kultivieren kann. Und hier unten in den Beeten des Gewächshauses zwischen Feldsalat habe ich mir gedacht, versuche ich dieses Jahr mal frühe Kartoffeln einzubringen. Und da sieht man, kommen schon die ersten Pflänzchen, die ersten Triebe aus dem Boden raus. Vielleicht klappt es ja hier drinnen. Jetzt sind wir dann wieder am Anfang des Küchengartens. Hier habe ich ja zwei Beete auf meiner Natursteinmauer sitzen, die Richtung Süden deuten. Hier habe ich frühen Spitzkohl zugekauften, weil ich wollte unbedingt das schöne Wetter nutzen. Und hier nochmal ein Feld dicker Bohnen. Dann gehen wir jetzt mal nach oben in den oberen Bereich des Küchengartens. Hier seht ihr ja meine Wildbienenwand. Die hat sich jetzt im zweiten Jahr wunderbar gemacht. All die Stauden, die Nahrungsstauden, die ich hier gepflanzt habe, sind wunderbar gekommen. Auch meine Erdbeeren, meine Hängeerdbeeren sind in diesem Kasten schon gut angewachsen. Daneben sieht man Hyazinthe. Und hier am Fuß wächst wie jedes Jahr mein großartiger Beinwell. Der wird jetzt bald in die Blüte gehen. Und dann sind da Bienen und Hummeln dran. Das ist eine wahre Freude. Hier daneben ist ja ein weiteres Kräuterbeet von mir, wo ich ziemlich viele Kräuter vom letzten Garten-YouTuber-Treffen in der Kräutergärtnerei Syringa eingepflanzt habe. Ich hoffe, das gibt es dieses Jahr wieder, weil ich möchte mir noch weitere Kräuter bei Ihnen kaufen. Das ist hier zum Beispiel Zitronenbergbohnenkraut. Das gehört hier auch noch dazu. Dann ist das hier der Kümmel-Thymian. Oder ist das der hier? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Kosten? Ja, das ist der Kümmel-Thymian. Was das ist, weiß ich nicht, aber es schmeckt auch nach Zitrone. Auf jeden Fall herrlich. Und absolut begeistert bin ich hier von diesem Fruchtsalbei, weil Salbei ist ja normalerweise schlecht, winterhart, aber schaut euch den an, ist der nicht eine Pracht? Hatten wir jetzt auch schon zweimal in unseren Pfannen. Absolute Empfehlung, sehr mild. Und hier vom Zwiebelexperiment meine Gemüsezwiebel Kelsey. Da tut sich noch nichts, es ist ja mein Sorgenkind. Hier in unserem uralten Hochbeet Nummer 1 habe ich schon einige meiner kleinen Jungpflanzen ausgepflanzt.
Das Problem ist jetzt gar nicht mal so, dass es Frost oder Kälte gibt, sondern die immense Hitze. Ich sehe wirklich, dass da schon ein paar total lappig dahin vegetieren, obwohl ich sogar in der Früh noch mal gegossen habe. Also das Wetter ist wirklich der Wahnsinn momentan. Da habe ich rote Rübe, und zwar sowohl die rote als auch die gelbe als auch die weiße. Denen macht das Ganze weniger aus. Dann Fenchel, der schaut nicht so glücklich aus teilweise. Und hier nochmal Kohlrabi, auch ein bisschen lapprige Blätter. Naja, da müssen wir durch, aber ich habe von allen Pflänzchen noch Backups. Also wenn wir da welche eingehen, wie der hier zum Beispiel, ich habe vorgesorgt. Jetzt gehen wir noch schnell hinaus nach New Bedland und schauen, wie es dort so aussieht. Hier hinter mir ist ja unser momentan noch recht kleiner Hühnerauslauf, aber meine Jungmannschaft und mein Mann arbeiten daran, hier hinter unserem Sitzplatz den Auslauf zu vergrößern, und zwar 6 Meter lang, 3 Meter breit. Da haben sie wirklich schön Platz, da ist momentan auch alles grün und das ist mit einem Netz überspannt. Das heißt, sie sind auch völlig sicher und ich muss ihnen die Flügel nicht stutzen. Und hier davor ist noch ein bisschen Baustelle, weil hier kommt ein viel größerer, schönerer Hühnerstall hin, den wir in einer Gartenauflösung richtig billig kaufen konnten. Und das wird jetzt Ende der Woche gemacht, freue ich mich schon riesig drauf. Der Rest von New Bedland ist größtenteils mit Knoblauch bepflanzt. Den habe ich ja im Herbst reingegeben. Und zwar ist das hier normaler Steckknoblauch, der hatte schon die erste Frühjahrsdüngung und das kommt richtig gut. Schau mal, schön stark schon. Das zweite Beet nochmal Knoblauch, wir lieben Knoblauch. Und hier das dritte Beet ist ja dieser Frühlingsknoblauch. Da habe ich ein Video dazu gemacht, wo ich die Knollen, die mir übrig bleiben, zu klein sind, von gekauftem Knoblauch einfach nah beieinander ins Beet setze und jetzt die gesamte, also wie Frühlingszwiebelernte und mitsamt dem Grün in die Pfannen haue. Sehr schön. Es schmeckt wunderbar und ist so richtig erfrischend im Frühling. Das Beet hier hinten ist noch nicht sonderlich bestellt. Da kommt eine wunderbare Stockrose, die hat sich selbst ausgesamt. Hier noch ein Mangold vom letzten Jahr. Der gibt jetzt noch mal schön Gas. Kann ich auch ein paar Blätter ernten. Hier noch ein Teefenchel, den ich für die Schmetterlinge hergesetzt habe. Und hier 2 verschiedene Sorten ewiger Kohl. Der hier schaut ein bisschen arm aus, weil den habe ich gerade erst hierher gesetzt. Ja, und hier ist ja das neue Beet, das ich in meinem Ackerwinden-Video gezeigt habe. Die Ölweide kommt schon richtig gut. Die blüht sogar. Wow! Oh, toll! Schaut euch das an, wie die blüht. Sensationell. Jetzt muss ich euch hier auch noch schnell meine wunderbare 4-Jahreszeiten-Zitrone Lunario zeigen. Die steht schon auf meiner Terrasse. Ich meine, bei fast 30 Grad ist das für die wunderbar. Die hat die Überwinterung bei mir im Haus wunderbar überstanden, ist ausgetrieben. Leider, sie hat ja geblüht, keine Blüten sind zu Früchten geworden. Ich werde sie jetzt dann nochmal gut düngen und hoffe, dass sie nochmal blüht. Die soll ja das ganze Jahr über immer mal wieder blühen, weil das Ausreifen der Zitronen dauert ja Monate und ich hätte gerne wieder welche. Ja, da habe ich eine riesige Freude dran. Das war also der Gartenrundgang April durch meinen Küchengarten. Schön, dass ihr zugeschaut habt, schön, dass ihr mich begleitet habt. Ich danke euch sehr. Wenn ihr die Zeit habt, bitte gebt dem Video einen Daumen rauf, wenn ihr es wirklich bis hierher geschafft habt. Das würde mich sehr freuen und hilft meinem Kanal wirklich sehr. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie es hier im Küchengarten weitergeht. Wünsche euch viel Erfolg, Freude bei euren Gartenarbeiten, beim Auspflanzen und beim Genießen eurer grünen Oasen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns auch nächste Woche wiedersehen, hier bei mir im Küchengarten. Bis dann!